Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Wir sind in dem letzten Part in die Bitterfrost-Grenzlande gekommen und haben schon ein bisschen was für die Karte getan, haben insgesamt schon 45% und werden die heute fertig erkunden mit Plüschart. Wir haben einmal schon alles eingestellt, wieder hier über das Techies Guide geht man auf Map Complete, Living World Season 3 und dann hat man hier die jeweiligen Karten. Wir sind aktuell in der Bitterfrost-Grenzlande. Die Herzen sieht man eigentlich so. Wir haben, ich meine, 3 Herzen und fertig. Uns müsste 1 oder 2 Herzen fehlen. Heißt, wir müssen nur die Sehenswürdigkeiten und die Panoramen auswählen. Denn auch die Wegmarken haben wir schon soweit. Und ja, 3 von 4 Herzen haben wir schon, genau. Wir haben hier Sehenswürdigkeiten. Und zwar noch nicht aufgedeckt. Machen hier so einen Kringel und gehen wieder zurück. Das haben wir schon. Genauso wie die Sehenswürdigkeit. Das Panorama hier hinten ist dann noch eine Sehenswürdigkeit. Heißt, wenn wir die haben, fliegen wir direkt hier hinter. Und ohne jetzt viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, starten wir direkt. Wir gehen jetzt hier in diese super kleine Höhle, wo wir dann auch Story später ein bisschen haben. Ich hoffe, der letzte Part hat dir soweit gefallen und du freust dich sehr auf diesen Part. Genau, hier haben wir den ersten Punkt. Und ja, ich kann schon mal verkünden, dass es jetzt die nächsten Wochen kleine Achievements, also Sammlungen gibt, die ich euch hier mitteilen und vorstellen möchte zu 3 Waffen oder 3 Waffenskins. Je nachdem, ob man die Legis schon hat, sind es in dem Sinn nur die Skins, die man dann behält und die Waffen zerstört. So, den haben wir auch. Okay. Dann möchte er wieder hier zurück. Das machen wir doch direkt. Und ja, letzte Folge haben wir schon 3 Herzchen gemacht. Einiges an Geschichte. Wir haben uns als Svanja verkleidet. Sehr cool. Ich bin ja mehrmals umgeflogen. Die haben Attacken. Da bin ich mit dem Ele leider nicht so gut geübt. Andere können das bestimmt besser. Aber wie ich schon öfters gesagt habe, mir macht der Ele Spaß, auch wenn ich ihn nicht zu 100% perfekt spielen kann. Mir macht es aber Spaß, mit dem zu spielen. Ich hoffe trotzdem, dass es dir dadurch auch einiges an Spaß bietet und du weiterhin am Ball bleibst. So, wir haben links, wie du hier sehen kannst, alles schon geholt. Heißt, wir fliegen jetzt im direkten Wege nach hinten, wo wir abernten können. Wir können natürlich nebenbei versuchen, die Sträucher mit abzuernten, wenn da aktuell dann kein Türchen ist. Was uns ein bisschen ärgern möchte. Aber mit denen komme ich soweit klar. Wenn die anderen 3 jetzt nur nicht kommen. Nein! Ich wusste es, dass die kommen. Ich wusste es. Aber hey, wir haben es geschafft. Wow. Ich bin selbst ein bisschen überrascht gerade. Ah, hier, bitte. Bitte mit flüchtige Magie. Ich möchte mir doch irgendwann 1 Million flüchtige Magie mit Gold tauschen. So, die haben wir auch. Okay, wir müssen aber jetzt hier geradeaus weiter. Wir haben dann ein nächstes Panorämchen schon. Das Herzchen hier in der Gegend haben wir letztes Mal schon gemacht. Ja, genau. Und jetzt, wo ich das abbauen will, kommen die natürlich. Das war mir klar. Das war mir so, so klar. Okay, haben wir doch geschafft. Okay. So. Da hinten hat schon jemand alle kaputt gemacht. Danke, mein Freund, dass du sie alle umgebracht hast. Sterbe ich einmal weniger. So, genau. Wir haben hier oben den Punkt, der uns gefehlt hat. Genau. Und wir bombern hier gerade noch mit der Himmelsschuppe drauf. Sterb endlich, du. Ei, mein Gott, sind die widerspenstig. So. Das haben wir auch. Na komm. Los. So, wir haben jetzt hier unten die Sehenswürdigkeit. Diese Tür geht auf, wenn man... wenn ein Event war. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall geht die Tür auf. Da ist nämlich, meine ich, auch eine Truhe drin, glaube ich. Und hier haben wir unser Panoränkchen. Ui, wie cool.
Ist jetzt nicht so spektakulär, aber hey, das sieht doch wiederum schön aus. So, 3 von 5 Panoramen. So, wir müssen jetzt hier hinter. Und da oben haben wir Wintersträuche. Ich hoffe, jetzt spawnen keine... Oh, natürlich kommen die. Was sonst? Was sonst? Was frage ich und sage ich eigentlich, wenn ich es eigentlich weiß? Aber hey, wir haben Hilfe. Danke, mein Freund. Du bist ein Willbender. Ja, du bist ein bisschen stärker als ich. So, weiter geht's, weiter geht's. Genau, wir müssen dann auch für die nächste Geschichte dann biegsame Stöcke, Hühnerfedern, glänzendes Eis sammeln. Das sind die Teile und die biegsamen Stöcke haben wir ja auch schon gesehen. Die Sehenswürdigkeit haben wir. Okay, jetzt muss ich kurz mal gucken. Das Herzchen haben wir. Das Herzchen haben wir. Okay, also wir müssen jetzt hier in die Crawl-Höhle. Und da haben wir 2 Sehenswürdigkeiten und ein Panorämchen. Ich würde sagen, machen wir uns auf dem direkten Wege dorthin. Ich glaube, die Winterbären haben wir soweit alle. Ah ne, genau, da oben haben wir noch welche. Die holen wir noch schnell. Auch wenn ich sie eigentlich nicht brauche, kann man sie, wenn man doppelt klickt, in flüchtige, nee, entfesselte Magie wandeln. Man kann sich dann cooles Zeugs von kaufen. So. Weiter geht's, weiter geht's. Genau, was ich auch noch zeigen wollte. Ah ne, das war der andere Kodan. Genau, das können wir dann auch noch am Ende machen. Man kann sich ein Extra, sage ich jetzt mal, kaufen. Was? Oha! Wieso? Ich muss das Huhn treten, um Federn zu kriegen. Oha, das ist ja voll brutal, ey. Hätte man die nicht füttern können oder streicheln können? Wieso muss ich die treten? Hey, wieso habe ich denn den Ding nicht gekriegt? Da, okay, jetzt haben wir es. Oh, die armen Hühner, ich will die nicht treten. Das ist aber blöd. Und wie die Lampen da sind, wie cool. Ich dachte gerade, jetzt fangen sie an, hier rumzutanzen. Ah, guckt mal. Nein, guckt mal. Das sieht ja aus wie er. Dann hat Bram vielleicht doch schon. Ich will's nicht treten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Oh. Es tut mir echt leid. Oh, das gefällt mir gar nicht, ey. Also das gefällt mir nicht. Ich will keine Hühner treten. Es tut mir leid. Tut mir leid. Hier, ich belebe den Brawl wieder. Also das finde ich nicht schön. Dass man die Hühner treten muss. Okay, aber wir haben die Sehenswürdigkeiten. Das Panorama heißt, wir brauchen nur noch hier hinten die letzte Sehenswürdigkeit. Stopp, stopp, stopp. Die ist hier drin. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Oder ist er schon wieder tot? Ich brauche aber noch eine Hühnerfeder. Ich will aber keinen Huhn treten. Oh, das gefällt mir gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Also das finde ich echt blöd. Ich will keine Hühner treten. Aufgeladen. Es tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir ja zum Glück alle Federn. Aber das finde ich nicht cool, muss ich echt sagen. Finde ich nicht cool. So. Was haben wir hier? Wintersträuche. Ja, dann nehmen wir die doch mit. Okay. Aufgeladen. Tschu. Eine gebührende Belohnung. So.
Was haben wir hier? Ah, wir dürfen... wir dürfen die Dinger benutzen. Das ist cool. Das ist cool. Wie auf der Glutbucht. Da haben wir doch auch die Thermorohre benutzt. Och, geh weg von mir. Tschu. Ist das nicht cool? So, bevor ich jetzt wieder sterbe, gehe ich lieber raus und nutze den Rest. Stopp, 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 stopp. Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Aber das haben wir. Wir haben das Panorama, wir haben das Punkt, wir haben die Wegmarke. Heißt, wir müssen jetzt hier hinter. Hier hinter. Ich mache mir mal kurz ein Pünktchen, dass ich weiß, wo ich hin muss. So. Da ist auch ein Winterstrauch. Zwei sogar. So, wir können nicht überall hin. Wie gesagt, weil es da dann irgendwann zu kalt für uns ist. Das heißt, wir sterben dann. Wir gucken aber, dass wir... Ja, klar. Was ist denn jetzt los? Ich wollte mit euch überhaupt nichts zu tun haben. Und ihr greift mich direkt an. Mensch. Aber wir haben da hinten unser letztes Herz auch. Das weiß ich. Genau, hier in dem Gebiet. Und hier ist das Gebiet, was so richtig kalt ist. Heißt, wir können hier aber auf jeden Fall hingehen und können das Herz machen. Ich meine... Genau, wir haben auch noch ein Panorama und ein paar Sehenswürdigkeiten dort hinten. Das mal, oh, das sieht ja cool aus. Das sieht cool aus. So, was müssen wir machen? Wir dürfen bestimmt Pilze kaputt machen, oder? Ja, okay. Hey, Pilzdünger. Ich muss Pflanzen düngen. Wo sind diese Pflanzen denn? Hat es jetzt gedüngt? Keine Ahnung. Wow, da ist die Mini-Pilz-Armee. Oh mein Gott. Mini-Pilz-Armee. Jo, Leute. Wollte mich ein bisschen verarschen. Jo. Ich weiß aber nicht, was für Pilze ich düngen kann. Tut mir leid. Pilze düngen, sage ich schon. Welche Pflanzen ich düngen darf? Keine Ahnung. Jo, genau. Ach, kann man die... geernteten Pflanzen. Ah. Okay, ich hab's gecheckt, was mit den Pflanzen ist. Die muss man ernten und dann kann man die dem Quaggy geben. Und hat auch dadurch sein Herzanteil ein bisschen mehr gemacht. Okay. Okay, dann... Ey, sag mal, wieso lässt es mich denn immer wegplumpsen? So, machen wir noch ein paar Pflanzen. Ich meine auch, die Pflanzen haben mehr Fortschritt gegeben als das andere. Jetzt hat er mich über den Haufen gerannt. Wo rennst du hin, wenn ich fragen darf? So, Pflanzi. Jetzt kommt der nächste. Schnell, schnell, schnell. So, wir haben es. Juhu, wir haben das letzte Herzchen. Okay, dann schauen wir uns das letzte Panorama an jetzt. Ich meine, das war das. Man kann natürlich mit dem Thermorohr, wie sie es da angezeigt haben, auch nach oben. Aber wir fliegen jetzt. Man kann aber, glaube ich, auch ganz normal hochlaufen. Oder mit dem Springer sich dann seinen Weg bahnen. Genau, und hier ist ein Thermorohr. So. Zack. Letztes Panorama. Da stehen wir. Es sieht schon cool aus, bin ich ganz ehrlich. Sieht schon mega aus. So, ab geht's zurück. Genau, wir haben alles, bis auf den Punkt hier, den wir uns aber noch nicht holen können. Wir gucken jetzt gerade einmal. Biegsame Stöcke, glänzendes Eis. Okay, heißt wir schnell die Bären sammeln, bevor dieser Eissturm zurückkommt. Schnell, schnell, schnell.
Los. Das biegsame Stock. So. Zack. Da haben wir den ersten schon mal. Und dann können wir nämlich auch gerade bei den anderen Herzen gucken, was man sich da auch noch kaufen kann. So, ich hoffe, die lassen uns schnell in Ruhe. Bitte lasst uns in Ruhe. Bitte. Dankeschön. Stock. Aufgeladen. So. Und wir kommen Richtung nächstem Herz. Die biegsamen Stücke haben wir jetzt auch fertig. Okay. Unser letztes Eis. Da. Ey! Ja klar. Aus der Luft rausgeholt. Angegriffen. Alles natürlich aus der Luft heraus. Lässt er mich in Ruhe? Ja, okay. Haben wir auch. Braucht den Crawl Göttin Chocochungsbums einen schönen Schrein. Okay, wir müssen der Crawl-Königin jetzt einen Schrein bauen. Dafür müssen wir zu unserem Herzchen. Wenn wir aber jetzt hier hinten sind, gehen wir einmal das Herzchen abklabustern, dass wir zum einen das Bärenbündel holen können. Und man kann, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, sich hier bei dem Herzchenhändler einen Kodan kaufen, an dem man sich dann verkleiden kann. Genau, ich meine, ich hab... Nee, der ist hier, genau hier, genau da. Und dann haben wir hier auch einen Mini, den man sich holen kann. Ist der nicht putzig, oder? Ich glaube, den kaufe ich mir sogar. Das sind 105 Karma und 50 von den Bären. Da ich alles an Schmuck schon legendär habe, kaufe ich mir jetzt einmal den. Und hier ist dieser Kodan-Trank, wo man so ein cooler Kodan sein kann. Mit dem kann man ganz normal kämpfen, im WVW mit rumflitzen, in Angriffsmissionen, man hat seine eigenen Waffen. Einzigste, was der nicht hat, man kann mit dem nicht so gut dodgen. Aber den holen wir auch mal. So, genau, den Account-Garderobe hinzufügen. Das sind die vier Teile, Account-Garderobe zuführen. Genau, hier haben wir die Federn. Das Eis. Ich packe das jetzt alles mal hier in eine Reihe. Und dann hatten wir hier hinten das Herzchen noch, wo der Typ war. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Werden aber jetzt einen Schrein bauen. Festet eure Freundschaft mit Huga. Huga Distiz. Okay. Hallo. Huga ist froh. Schrein ist gut. Ja, das ist schön. Freut mich, dass er Schokokoka gefällt. Ist gut. Stein für euch. Dankeschön, den brauchen wir, ne? Genau. Ihr wüsstet nicht zufällig, wo ich frisches, heißes, sehr heißes Wasser finde, oder? Doch, in der Tat. Nicht weit von hier gibt es Quellen. Dort findet ihr sehr heißes Wasser. Okay. Danke. Und viel Glück. Lang lebe Schokokoka. Okay, haben wir. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Haben wir geschafft? Ja, nice. Heißt genau, das ist dieser Stein, den ich euch im letzten Part gezeigt habe bei dem Herzchenhändler. Heißt, man könnte sich den mit Karma auch einfach nachkaufen. Aber man bekommt den einmal, sobald man die Geschichte macht. Der ist natürlich weg, sobald man diesen Trank hat. Und der Trank ist auch nur für eine bestimmte Zeit aktiv. So, okay. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier oben hin und machen Schluss für die heutige Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und würde mich natürlich sehr drüber freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, nächsten Montag, wenn es weitergeht hier mit der Geschichte. Wir werden dann das Elixier brauen und schauen, was so auf uns zukommt. Und ja, wir werden den letzten Punkt dann hier noch holen. Ich werde es natürlich jetzt im Anschluss weiter aufnehmen. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.